Die Seefelder Mühle bekommt neue Flügel. Die alten waren zu morsch für den Betrieb geworden. Den Job übernehmen der Niederländer Gerben Wax und sein Team. Heute montieren wir die vier Flügel an die Brüchstücke. Die haben wir vergangene Woche montiert. Und wir machen heute vier Flügel an und wir bauen alle Gelenke dran, alle Bedienung, sodass die Mühle richtig wieder funktioniert. Für uns ist es ziemlich einfach, aber das Wetter spielt eine große Rolle. Vergangene Mal haben wir zu viel Wind, da haben wir aufgehört. Und jetzt gehen wir weiter so. Das Wetter, der Wind ist sehr wichtig. Und ruhig bleiben und die richtigen Leute mitbringen. Die Schritte sind so, wir nehmen genau das Schwerpunkt, da haben wir angezeigt. Dann fassen wir den Flügel an, dass er waage hängt. Dann in die richtige Winkel, ungefähr 10 Grad Winkel. Und dann langsam hoch. Oben sind zwei Löcher und zwei Buchsen zum Montieren, dass der justiert wird. Und dann kommen die Bolzen rein, die Joche oben drum. Und nachher wird alles noch einmal nachgezogen, auf den richtigen Moment für die Mutter. So geht das.